Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute soll es um die neue Apple Watch SE gehen, denn diese hat mich die letzte Zeit im Alltag begleitet, zusammen mit der Apple Watch 8. Und ich möchte euch einfach mein Fazit zu der neuen Apple Watch SE geben. Wie macht sie sich im Alltag? Für wen lohnt sie sich? Sollte ich sie mir holen oder lohnt sich vielleicht preislich auch eine andere Apple Watch? Dieser Frage gehen wir in diesem Video natürlich auf den Grund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Wie immer nach dem Intro. Zuerst einmal natürlich zur preislichen Einordnung. Die neue Apple Watch SE geht los bei Apple direkt bei 299 Euro in der 40 mm Option. Wenn ihr die größere 44 mm Option haben möchtet, dann kostet diese ab 339 Euro. In meinem Fall habe ich hier das Ganze mit dem Sportloop. Diese Farbvariante vom Loop hatte ich schon vorher, aber ich muss sagen, den Loop an sich finde ich im Alltag sehr, sehr angenehm zu tragen. Aber bei Apple gibt es hier auf jeden Fall auch noch viele weitere Armbänder, wie zum Beispiel auch den geflochteten Solo Loop. Oder es gibt auch viele Drittanbieter. Ich kann hier auf jeden Fall Bandwerk empfehlen, habe ich euch schon einige Male gezeigt. Aber armbandtechnisch haben wir ja einfach den großen Vorteil bei der Apple Watch, dass wir von der allerersten Version bis jetzt alle Armbänder mit den Watches kombinieren können. Und diese auch sehr einfach zu wechseln sind. Bei der Apple Watch SE haben wir hier weiterhin das klassische Apple Watch Design. Diese gibt es in drei verschiedenen Farbvarianten. Silber, wie in meinem Fall, Polarstern und Mitternacht. Und das Gehäusematerial ist immer aus Aluminium. Hier gibt es auch kein anderes Material, wie zum Beispiel bei der Series 7 oder bei der 8. Da gibt es ja auch noch eine Edelstahl-Variante. Hier also immer dieses matte Aluminium. Ich muss sagen, ich finde das persönlich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat auch den großen Vorteil, dass man jetzt hier am Gehäuse keine Fingerabdrücke sieht. Bei der Edelstahl-Variante sieht man diese nämlich. Klar, es sieht nochmal hochwertiger aus mit dem Edelstahl, aber ich muss sagen, die matte Aluminium-Variante muss ich hier auf jeden Fall nicht verstecken. Aber das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir auch schon so. Es hat sich allerdings bei den Materialien doch noch etwas verändert und dazu müssen wir einmal auf die Unterseite der neuen Apple Watch SE schauen. Denn diese besteht jetzt nicht mehr aus Keramik und Saphirglas, sondern aus Nylon-Kompositmaterial und Saphirglas. Das sieht man hier ganz gut. Apple sagt, das Ganze haben sie aus Umweltschutzgründen gemacht, aber wahrscheinlich war es auch noch mal günstiger in der Produktion. Klar, das Ganze ist nicht mehr ganz so hochwertig wie bei der vorherigen Apple Watch SE, aber ganz im Ernst, im Alltag merkt man das auf jeden Fall nicht. Und auch hier haben wir jetzt den Vorteil, wenn man es so nennen kann, dass jetzt auch die Unterseite farblich zum Gehäusematerial passt. Ist natürlich ganz schön, sieht ganz cool aus, wie ich finde, aber im Alltag, wie gesagt, es hat jetzt keinen negativen Impact auf die Nutzung oder sonst was. Zudem sieht man es auch nicht. Und wer jetzt nicht unbedingt eine Keramik-Unterseite haben möchte, den stört das hier auch nicht. Und wenn man eine haben möchte, müsste man dann etwas mehr bezahlen und die Apple Watch 7 holen. Weiter geht's mit dem Display und zwar haben wir hier natürlich auch weiterhin das LTPO OLED Display und dieses wie gesagt in zwei verschiedenen Displaygrößen. Ich muss sagen, ich finde die größere Größe hier eigentlich immer für mich passend. Da müsst ihr auf jeden Fall schauen, ob ihr eher ein größeres Handgelenk habt oder ob ihr ein kleineres oder zierliches Handgelenk habt, dann macht vielleicht auch eher die kleinere Größe Sinn. Hier hat sich jetzt aber in Sachen Display-Technik gar nicht wirklich viel geändert. Wir haben weiterhin die schönen natürlichen Farben und auch einen guten Schwarzwert aufgrund des OLED-Panels und natürlich auch die guten Blickwinkel. Die maximale Helligkeit beträgt hier im Peak auch bis zu 1000 Nits. Auch das ist alles gleich und die Ränder sind jetzt nicht so dünn wie die von der Series 7 oder Series 8. Aber auch hier hat sich nichts verändert im Vergleich zur vorherigen SE. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal einen direkten Vergleich zwischen dem SE-Display und dem Series 8 Display. Da haben wir zwar dünnere Display-Ränder, sieht nochmal ein bisschen moderner aus, aber kostet natürlich auch etwas mehr. Was auch bei dieser Apple Watch SE wieder fehlt, das ist das Always-On Display. Das ist eigentlich ganz praktisch bei der Series 7 oder Series 8, finde ich, denn da sieht man dann auch noch das Display bzw. die Uhrzeit und muss dann nicht immer den Arm bewegen, um jetzt halt diese Geste zu machen, damit das Display angeht. Finde ich auch beim Sport ganz cool, wenn man zum Beispiel Rad fährt, sieht man dann immer noch, wenn man die Hand so am Lenker hat, wie viel Kilometer man jetzt schon zurückgelegt hat oder was auch immer und muss halt nicht immer diese Bewegung machen. Ist ganz
cool, aber ja, ich könnte auch drauf verzichten, ist nicht unbedingt für mich ein Must-Have, aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die ihr euch stellen solltet. Braucht ihr ein Always-On-Display oder nicht? Denn das ist auch mit das wichtigste Feature, würde ich sagen, was sonst andere Apple Watches neben den Gesundheitsfunktionen noch bieten an Vorteilen. Also ja, das haben wir jetzt hier bei der SE nicht. Was wir natürlich haben, das ist der Herzfrequenzmesser für Live-Daten beim Workout und ihr bekommt dann auch Mitteilungen, falls Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus aufgezeichnet werden, dann kriegt ihr so eine Push-Nachricht und solltet dann bestmöglich natürlich zum Arzt gehen. Was wir allerdings nicht haben, das ist ein EKG und auch Blutsauerstoff. Das würde dann zum Beispiel die Series 6, 7 oder 8 bieten. Das sind natürlich Gesundheitsfunktionen, die jetzt nicht zu vernachlässigen sind. Aber hier solltet ihr auch wieder euch eine Frage stellen, braucht ihr im Alltag ein EKG oder Blutsauerstoff-Messwerte? Ansonsten, das ist natürlich für manche Personen auf jeden Fall auch wichtig im Alltag, das zu wissen. Gerade wenn man vielleicht etwaige Krankheiten hat und so weiter und das halt öfters mal kontrollieren sollte. Aber dann empfiehlt sich hier auf jeden Fall eine Series 6, 7 oder 8 zu nehmen. Ansonsten, wenn ihr darauf verzichten könnt, ja, dann macht ihr hier auch nichts mit der SE falsch. Des Weiteren haben wir auch einen überarbeiteten Kompass jetzt. Hier kann man jetzt Wegpunkte markieren und es gibt die Backtrack-Funktion. Das heißt, die Route wird aufgezeichnet und man findet dann auch wieder über diese aufgezeichneten Wegpunkte zurück zur Ausgangssituation. Verbaut ist im Übrigen derselbe Chip wie auch bei der neuen Apple Watch Series 8 und auch bei der Apple Watch Ultra, nämlich der S8-Chip. Das klingt jetzt erstmal gut, aber im Prinzip ist es derselbe S7 bzw. auch S6-Chip, den wir auch schon in den Vorjahren hatten bei den Apple Watches, nur halt unter einem neuen Namen. Dennoch läuft hier im Alltag auf jeden Fall alles wirklich sehr flüssig. Apps öffnen schnell und auch das Multitasking, das funktioniert hier sehr zuverlässig. Ich hatte jetzt keine Probleme, dass es irgendwie etwas langsam war oder dass irgendwas geleckt hat. Dennoch kann ich sagen, die Power ist auf jeden Fall super im Alltag. Laut Apple ist die neue SE auch nochmal 20% schneller als die vorherige Apple Watch SE. Außerdem habt ihr hier natürlich auch eine Sturzerkennung, was auch mal ganz praktisch sein könnte, wenn ihr zum Beispiel einen Sturz mit dem Fahrrad habt oder sonst zu Hause mal einen Sturz habt. Und neu ist jetzt auch Crash Detection. Das heißt, wenn ihr mal einen Autounfall haben solltet, dann würde hier das erkannt werden und automatisch dann auch der Notruf alarmiert werden, es sei denn, ihr brecht das Ganze ab. Für die Leute, die eine Cellular-Variante haben möchten, also mit dem Mobilfunk, das gibt es hier natürlich ebenfalls, kostet dann jeweils nochmal 70 Euro mehr, dann habt ihr hier eine eSIM in der Apple Watch. Ich muss sagen, ich kann hier auf jeden Fall drauf verzichten, denn wenn ich unterwegs bin, habe ich immer ein iPhone dabei und dann brauche ich nicht unbedingt auch noch die eigenständige Funktion mit der eSIM hier. Klar, wenn man das iPhone nicht mitnehmen möchte auf einen Jogging-Trip und so weiter, ist es natürlich ganz praktisch, aber ich kann auf jeden Fall drauf verzichten und mir das Geld sparen. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit angekommen und alles in allem muss ich sagen, bekommt ihr hier für ab 300 Euro nach wie vor eine solide Apple Watch. Gerade vielleicht für Einsteiger eignet sich das hier sehr gut oder für die Leute, die einfach kein Always-On-Display haben möchten, die kein EKG brauchen, kein Blutsauerstoff, kein extra Saphirglas auf der Frontseite, denn das würde es dann nur bei den Edelstahlmodellen der teureren Apple Watch geben und da würde es dann auch das schnellere Aufladen geben. Aber wer auf diese Sachen verzichten kann, der macht jetzt mit der Apple Watch SE nach wie vor nichts falsch, denn wir bekommen auch dieselben Watchfaces wie bei anderen und größtenteils auch dieselben Funktionen, also die ganzen Workout-Tracking-Funktionen sind identisch und natürlich gibt es auch die ganzen Apps, die es für die anderen Apple Watches gibt und das Ganze halt deutlich günstiger. Das größte Feature, was vielleicht hier fehlt, ist wie gesagt das Always-On-Display. Ich brauche es nicht zwingend im Alltag, ist aber wie gesagt nice to have, finde ich. Ein Tipp gebe ich euch aber hier nochmal und schaut euch mal nach Angeboten zur Apple Watch 7 um. Denn hier würde ich aktuell rund 100 Euro mehr bezahlen und da hätten wir dann halt ein größeres Display mit weniger Displayrand, das schnellere Aufladen, EKG, Blutsauerstoff und öfters mal wird es die jetzt auch in den kommenden Monaten im Angebot geben. Also falls ihr noch so ein bisschen Geld vielleicht überhaupt und das dafür investieren möchtet, macht das auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr natürlich auch diese Watch hier nehmen, falls ihr halt diese entsprechenden Punkte, die wir da an Mehrwert haben, nicht unbedingt benötigen. Alle Infos findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.